Hallo, in der heutigen Ausgabe der Lockdown News wird es gehen um die Brexit-Verhandlungen, vor allen Dingen auf dem Rücken von Lkw-Fahrerinnen, um die bevorstehende Flut an Zwangsräumungen und um die diesjährige Weihnachtsansprache. In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien gibt es jetzt ein Handelsabkommen, zumindest ein provisorisches. Der Vertrag fasst 1246 Seiten und die wurden unter Hochdruck verfasst, damit dieses Handelsabkommen nämlich noch in diesem Jahr gültig werden kann. Sowohl Großbritannien als auch die EU haben den Vertrag in vollem Umfang veröffentlicht und derzeit laufen juristische Prüfungen. Das EU-Parlament, also die einzig direkt wählbare Institution in der EU, ist bisher im Entscheidungsprozess gar nicht beteiligt. Und die wird auch in diesem Jahr gar nicht tagen. Das Abkommen wäre also gültig unter Vorbehalt der Zustimmung des EU-Parlaments und das kann im Nachhinein auch Änderungen eintragen. Diese vorläufige Einigung auf ein Abkommen ging aber nicht ohne Schlammschlacht vonstatten. Die EU hat die mutierte Version des Coronavirus, die ja in Großbritannien weit verbreitet ist, genutzt, um massiv Druck auf die britische Regierung auszuüben. Zehntausende Lkw-FahrerInnen wurden so zum politischen Machtinstrument der EU. Die standen nämlich tagelang und ohne jede Versorgung, das heißt ohne Essen, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen, vor Dover im Stau. Für die FahrerInnen war deswegen klar, dass sie die Feiertage nicht zu Hause bei ihren Familien, sondern irgendwo tausende Kilometer entfernt auf der Straße verbringen würden. Und nach heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, Handgreiflichkeiten, im Zuge dessen ein Polizeifahrzeug zerstört wurde, wurden sich die europäischen VerkehrsministerInnen einig. Die TruckerInnen durften bei einem negativen Test Großbritannien verlassen und nach Frankreich einreisen. Als nächstes möchte ich über Zwangsräumungen sprechen, die gerade weltweit Menschen bedrohen, die aber auch von Menschen verhindert werden. Viele Staaten sahen sich Anfang des Jahres damit konfrontiert, dass der Bevölkerung durch die Wirtschaftskrise und verschärft durch die Maßnahmen rund um die Pandemie das Einkommen wegbricht. Gepaart mit dem weltweiten Trend, dass immer mehr Menschen einen immer größeren Teil ihres monatlichen Einkommens für ein Dach über dem Kopf aufwenden müssen, war das eine Situation mit katastrophalem Potenzial. Staaten haben dann ganz unterschiedliche Lösungen gefunden, Mietstundungen, kurzfristige Hilfskredite. Und wie MieterInnen freundlich oder unfreundlich diese Lösungen aussahen, das hing auch ganz massiv davon ab, wie viele Proteste es gab und mit welchem Nachdruck das Recht auf Wohnen eingefordert wurde. Nun, mit dem Ende des Jahres, laufen in vielen Staaten solche Regelungen aus. Und für die ArbeiterInnen und MieterInnen hat sich aber eigentlich an der Situation gar nicht viel geändert. Im Gegenteil, der zweite Lockdown hat eigentlich die Prekarität und die Notlage von vielen MieterInnen auch in Deutschland verschärft. So zum Beispiel auch in New York. Bis Januar 2021 dürfen dort Zwangsräumungen nur unter wenigen Umständen durchgeführt werden. Was allerdings nach Januar 2021 passiert, das ist überhaupt nicht geregelt. In den USA haben Millionen ihre Arbeitsstelle verloren und es gibt Bundesstaaten, in denen fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Haushalten lebt, in denen die Miete nicht vollständig oder nicht pünktlich gezahlt wird, die also in den nächsten Monaten akut von Zwangsräumungen bedroht sind. Das ergeben Daten des United States Census. Allein in New York City laufen rund 200.000 Verfahren wegen Zwangsräumungen, die ab Januar 2021 beginnen könnten. AktivistInnen schließen sich deswegen zu MieterInnenorganisationen zusammen und bereiten umfangreichen Protest vor. Dabei können sie sich zum Beispiel orientieren an den erfolgreichen Kämpfen in Spanien. Nach beharrlichen Protesten können die Menschen, die dort für das Recht auf Wohnen kämpfen, einen Erfolg verzeichnen. Das Ministerium für Verkehr, Mobilität und städtische Agenda einigte sich nämlich mit dem Vizeressort für soziale Rechte auf ein Abkommen, was nun im Ministerrat diskutiert werden wird. Noch mindestens bis zum 9. Mai dürften demnach keine Zwangsräumungen von Familien durchgeführt werden, ohne dass adäquater alternativer Wohnraum angeboten wird. Strom, Wasser und Gasversorgung dürften ebenfalls nicht abgestellt werden. Wenn Personen kein Dokument vorlegen könnten, was sie formal berechtigt, eine Wohnung zu bewohnen, dann sind Zwangsräumungen unter der Bedingung ausgesetzt, dass die Wohnung einem Großvermieter gehört, also entweder einem Unternehmen oder einer Person, die insgesamt mehr als 10 Immobilien besitzt. Bei kleineren VermieterInnen kann die Zwangsräumung bis zu 3 Monate aufgeschoben werden und in diesem Zeitraum haben die zuständigen Behörden dann die Aufgabe, adäquaten alternativen Wohnraum anzubieten. Für Menschen mit Mietvertrag soll weiterhin bis zum 9. Mai gelten, dass sie bei einer drohenden Zwangsräumung besondere wirtschaftliche Gefährdung geltend machen können. Zuletzt zur Weihnachtsansprache. In diesem turbulenten und herausfordernden und von Krisen geprägten Jahr war vieles anders. Eins blieb aber gleich, nämlich die Weihnachtsansprache oder, wie Autor Kevin Hoffmann es beschrieben hat, die europäische Tradition, Staatsoberhäupter vor Weihnachtsbäume zu platzieren, damit sie zu ihrer Bevölkerung sprechen können. So also auch geschehen in diesem Jahr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde in zahlreichen deutschen Wohnzimmern ausgestrahlt.
Neben der Verletzlichkeit unserer Normalität betonte Präsident Steinmeier auch die ungeheure Kraft, die daraus entsteht, wenn Menschen zusammenhalten. Ich bin auch überzeugt von der ungeheuren Kraft, die daraus entsteht, wenn Menschen zusammenhalten, aufeinander Acht geben und solidarisch miteinander sind. Im Laufe der Weihnachtsansprache wurde aber klar, dass wir darunter ziemlich unterschiedliche Dinge verstehen. Der Bundespräsident beschrieb darunter nämlich abwarten, auch unaushaltbare Zustände erdulden und gemeinsam im fiktiven Boot auf das Licht am Ende des Tunnels warten. Damit hat der Bundespräsident in Worte gefasst, was Andreas Scheuer, also der Verkehrsminister, in die Tat umgesetzt hat. Der hat nämlich 3000 Plätzchenpakete an das Pflegepersonal des Klinikums Passau geschickt. Die Pflegekräfte, die jetzt schon seit Monaten unter widrigsten Bedingungen den Laden am Laufen halten, fühlten sich durch diese Geste verständlicherweise verhöhnt und ließen die Kekse zurückgehen. Ganz ähnlich dürften auch die Worte aus dem Schloss Bellevue in zahlreichen Wohnzimmern angekommen sein. Sie können fast nur höhnisch klingen in den Ohren von vielen Tausenden, die in diesem Jahr durch Wirtschaftskrise und Pandemie Existenzängste erlebt haben. Der Bundespräsident spricht vom Durchhalten als Repräsentant eines Staates, das in den vergangenen Monaten seine Bevölkerung höchstens als KonsumentInnen und Arbeitskräfte geschützt hat. Und das ohne ausreichend Infektionsschutz an Arbeitsplätzen durchzusetzen. Wirkliche Lösungsvorschläge gab es in der Weihnachtsansprache nicht, aber das ist ja auch gar nicht deren Aufgabe. Am Ende bleibt die Erkenntnis, ja, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten, aber nicht zusammen durchhalten, was unerträglich ist, um den Wohlstand und die Ruhe einiger möglichst wenig zu gefährden, sondern zusammenhalten, um zu verändern, was unerträglich ist. Und zwar auch auf Kosten der Profiteure des Systems, das Menschen für Profite geopfert hat und ihnen dabei Durchhalten propagiert hat. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, macht's gut.